Hallo, liebe Menschen. Ich hatte das Glück, im vergangenen Jahr politische Geschäftsführerin einer in jeder Hinsicht völlig außergewöhnlichen Partei zu sein. Und ich kann mich nicht genug dafür bedanken. Wir waren jung und wir waren klein, aber wir haben schon Geschichte geschrieben. Und in dieser Geschichte beginnt dieses Jahr, wie jedes Jahr, für uns ein neues Kapitel. Und wieder ändert sich unsere Arbeit qualitativ und wird unterschiedlich von dem, was wir bisher getan haben. Jetzt werden wir ernst genommen und es wird gegen uns geschossen. Und unsere Schutzfrist war kurz. Aber das ist nichts, was wir nicht schaffen können. Wir müssen daran denken, dass das ein normaler, natürlicher Prozess ist. Politik funktioniert leider im Moment immer noch so, dass Neues erstmal abgewehrt wird, weil Wettbewerb im Vordergrund steht. Aber das macht nichts. Letztlich ist es genau der Prozess, den wir tausende von Malen intern gemacht haben, der ständig bei uns passiert. Letzten Endes machen wir der Gesellschaft ein Angebot und es ist Aufgabe der Gesellschaft, dieses Angebot auf Herz und Nieren zu prüfen. Aber abgesehen von diesem Angebot gibt es ein paar Dinge, die ich nicht nur anbieten will. Es gibt ein paar Dinge, für die ich kämpfen will. Und das ist der Glaube daran, dass alle Menschen wertvoll sind, unabhängig von ihrer Herkunft, Meinung oder ihrem sozialen Status. Es ist der Glaube daran, dass wir Menschen mehr zutrauen können, als es im Moment geschieht. Wir können ihnen mehr Freiheit geben und mehr Verantwortung. Und wir glauben daran, dass das untrennbar ist. Es ist der Glaube daran, dass wir Menschen vernetzen müssen, weil aus einem Netzwerk die besten Ideen für eine Gesellschaft und für die Zukunft entstehen. Wir tragen im Moment eine riesige Verantwortung, weil wir wissen oder zumindest ahnen, dass die Gesellschaft sich grundlegend verändern wird. Ob wir wollen oder nicht, das ist scheißegal. Wir sind diejenigen, die sich überlegen, wie Politik für so eine neue Gesellschaft aussieht. Und da gibt es so eine Menge Fragen. Wie machen wir das mit der Sozialpolitik, wenn wir irgendwann nicht mehr Arbeitsplätze für alle haben, weil so viel automatisiert ist? Wie sieht Familie in einer immer individuelleren Gesellschaft aus? Wie definieren wir Arbeit neu? Was müssen unsere Kinder in Zeiten von Wikipedia eigentlich in der Schule lernen? Was müssen wir verändern? Und vor allen Dingen, wie können wir mit den neuen Mitteln als Partei an neue Positionen kommen? Wir probieren Konzepte aus. Wir leben diese Konzepte vor. Und eines dieser Konzepte ist dieser Parteitag in dieser Form. Wer von euch auf Parteitagen der Piraten war, weiß, dass so ein Parteitag eine Art eigenständiges, lebendiges Wesen wird, durch die Interaktion der vielen verschiedenen Charaktere, die hier sind. Und nichts spiegelt die Vielfalt und die Vernetztheit, das Verantwortungsbewusstsein und die Verspieltheit dieser Partei so wider. Nirgends ist sie so zu spüren wie hier. Bisher haben wir die allerbesten Entscheidungen als Partei demokratisch getroffen. Und zwar mit jedem, der mitmachen wollte. Also bitte ich euch, lasst uns diese Magie heute wieder wirken. Lasst uns einen geilen Vorstand wählen. So, aber bevor wir dazu schreiten, müssen wir einen Versammlungsleiter wählen. Und da bitte ich darum, dass sich Kandidaten melden. Ja, der Jan, welche Überraschung. Ja, du musst nach weiteren Kandidaten fragen. Okay. Gibt es weitere Kandidaten? Bitte melden. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Das ist der Fall. Ist der Fall? Ja, kommt hoch. Aha. Ganz kurz, ich möchte mal die Presse bitten, von der Bühne zu gehen, weil wir haben hier die Mindestabstände zu den Rändern, dass, wenn hier jemand runtersegelt, das gibt ganz böse Ärger.
Ich habe eh schon ganz Zeit Bauchschmerzen dabei, danke. Wir haben noch einen, du bist dran. Ja. Du möchtest auch für Versammlungsleitung kandidieren. Ja, genau. Du bist? Weit. Gut. Noch mehr Kandidaten für Versammlungsleitung? Ja, macht er nicht? Achso, gut. Dann, hat er jetzt kandidiert? Ja, ich glaube, er kandidiert schon. Hallo? Dann musst du hier oben bleiben, bitte, wenn du kandidierst. Hast du kandidiert? Achso, dann gut, dann sollte er sich mal vorstellen. Gut. Möchtest du dich vorstellen? Jetzt wird gewählt. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir sind schon vor. Hallo zusammen. Ich heiße Veit Damasch und ich komme aus München. Und ich kandidiere für die Beisitzende. Jetzt ist nur die Wahl des Versammlungsleiters. Wir sind jetzt ist nur die Wahl des Versammlungsleiters. Du möchtest für den Beisitz kandidieren? Genau, für Beisitz. So, dann ist es falsch hier. Okay. Kein Problem. Okay, dann haben wir immer noch einen Kandidaten, den Jan. Okay. Dann sage ich mal ganz kurz. Ja. Also, ich sage mal ganz kurz, ihr kennt mich und ich werde wieder mit dem Team des letzten Jahres antreten. Gut, dann bitte ich um eure Abstimmung. Wer ist dafür, dass Jan und sein Team Versammlungsleitung machen? Das ist ja einstimmig. Vielen Dank, Gegenprobe. Wer ist dagegen? Okay, vielen Dank. Dann ist Jan Versammlungsleiter. Ich übergebe. Vielen Dank. Knut, ich habe dich gesehen. So, dann fangen wir mit meinem Lieblingsthema an. Gewinner, die Nummer 59634, möge sich bitte hier seine Akkreditierungsunterlagen abholen. Nummer 59634. Wir brauchen Protokollanten. Wir haben auch wie das letzte Jahr den Jens Wolfram Schicke.